Jetzt ist schon wieder nichts passiert. Und ob du es glaubst oder nicht, so ging das schon seit Tagen. Nichts passierte. Einfach nichts. Und wenn ich meine nichts, dann meine ich nichts. Also wirklich. Überhaupt nichts. Da ging überhaupt nichts. Nichts da. Wie gesagt, nichts passierte in dieser Stadt. Nur das leise Quietschen der Ventilatoren der sonst menschenleeren und für diesen Dreh extra geöffneten Spelunke waren zu hören. Und die leisen Glucker Geräusche des Abflusses. Und wieder passierte lange Zeit nichts. Als unseren beiden HeldInnen dieser Geschichte eine Idee kam. Keine Menschenseele weit und breit, vorbei an dunklen Theatern, Lichtspielhäusern, Museen. Alles ist ausgestorben, unheimlich, irgendwie. Nur die Häuser scheinen noch da zu sein, deren Türen verschlossen sind, die sonst davon leben, dass alles erleuchtet ist, dass die Türen weit offen stehen und Menschen hineinströmen. Aber jetzt ist alles stumm. Kalter Wind weht. Alles ist dunkel. Was immer wie selbstverständlich da war, schläft, befindet sich in einer Zwangspause. Und den Freien unter ihnen ist wie die Luft zum Atmen genommen. Keine Not aufzustehen. Die Tage vergehen, ohne dass etwas passiert. Sie starren die Wand an. Der Zeiger geht von einer Zahl zur nächsten, ohne dass sie es bemerkt hätten. Und von was sollen sie leben?
Aber wenn etwas schläft, dann heißt es doch, dass es irgendwann auch wieder erwachen muss. Und wir sind noch da. Und wir verharren in der Hoffnung, dass das alles bald wieder in strahlend hellem Licht erleuchtet ist und die Türen weit offen stehen und die Menschen gemeinsam eintreten, um sich einander zu begegnen und vor allem zu umarmen. Perdón.